Wah! Wah! Aua! Okay, man muss immer so ein bisschen den Überblick gewinnen. La 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 la
Da ist er. Aha, guck an. Bleib doch stehen. Renn doch nicht weg. Jetzt, aua. Mann, du. Natürlich. Wir haben ihn erledigt und dann öffnet sich die Tür. Was ist das denn für ein Mechanismus? Ich frage gar nicht nach. Ich, keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. So. Medipack nehmen wir mit. Hier war noch irgendwas, ne? Huch. Ah, eine Münze. Eine Münze, die steckte ihm im Rücken. Das kennen wir ja auch. Von da sind wir gekommen. Ist denn hier noch was? Nehmen den Lappen aus dem Bild. Also der rechts oben. So. Heidewitzka, Herr Kapitän. Also zwei Testsubjekte. Das heißt, der jetzt kommt und noch einer ist übrig. Da bin ich immer gespannt. Wer das sein mag. So, Transkription Subjekt CBC210, Psychiatriepatientenvereinigung. Das ist wahrscheinlich jetzt Leslie, vermute ich mal. Sie beobachten uns von außen, machen ihre Notizen, Übertragung, Empfang. Hinter dem Hirnstamm liegt die Perfektion von Vergangenheit und Gegenwart. Du hast es gedacht und ich habe es gehört. Wir haben uns die Gedanken genommen. Neue Knochen und Muskeln. So viele verschiedene, immer die gleichen Gedanken pulsieren wie ein Hinder. Sie sind von mir? Sie sind in mir, aber er nicht. Die Schlange behält ihre Form, aber sie bleibt drin. Sie bindet meine Träume. Kein Entkommen, nur Verlangen. Ewige Leere. Alles wird eins in Form und Funktion. Wir vereinen uns. Wir alle sind das neue Wesen, abscheulich und doch wunderschön. Ich glaube, er hat meine Seele eingenommen. Ich habe sie sowieso nicht gebraucht. Ich bin ein Schleier. Und auch noch ein hässlicher. Nein! Nein! Nein, lass es nicht diese fette Vieh sein, ey. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein! Wenn du hier auch noch drauf liegst, dann Nacken. Was? Was? Woo! Guck mal hier. Bumm. Aua! Aua! Also, dass der kommt, hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht. Wow, lalalalala. Aber erstmal die Kisten sammeln. Erstmal in Ruhe Kisten sammeln. Wir haben mal die Zeit. Fast schon. So, wir brauchen die Sprengzombies gleich wieder. Haben wir noch Minen oder sowas? Ne, haben wir nicht mehr, ne? Mist. Ja, man kann die Autos rausschubsen, okay, das ist gut. Aber den anscheinend nicht hier. Wahrscheinlich nur ausgewählte Autos, oder? Oder wie sehe ich das? Warte mal. Da ist noch eine Kiste. Können wir das Auto hier schubsen? Geht das? Boah, so Mundgeruch. Rex, ich glaube, du hast das Spielgas. Ja, habe ich. Habe ich auch. Zum Schluss, ja. Der Anfang war schön, war auch wunderbar, aber je länger ich gespielt habe, desto schlimmer wurde es. So, wo ist denn jetzt der Kack-Zombie? Uah. Da ist er. So, ich brauche nämlich ein paar neue. Da ist... Ne, sind Fässer.
Da ist ein. Jawohl, sehr schön. Aua. Aua, hallo? Ja, ist doch gut. Ich glaube auch, Lexchen. Geht nur mit den Autos, die er schon geworfen hat oder die auf einen zufliegen. Hätte ich mal besser aufgepasst. Wow! Ich brauche doch nur den Zombie mit den Beulen. Mann, komm. Wer parkt denn so bitte in der Wand? Na komm her! Guck mal hier! Was? Ist nichts passiert? Ich glaube das nicht. Okay, müssen wir uns eine andere Taktik überlegen. Jawohl! Wow, wow, wow! Aua! La 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 la. Obwohl der Gegner eigentlich hier im Singleplayer ging, der glaube ich eigentlich. Der war so schwer, war der nicht gewesen. Aber dass der so schnell rennt, ist mir eigentlich nicht mehr bewusst. Das gibt's nicht. Beim Rennen treffe ich nichts, oder was? Hui! Was? Du kleine Ratte. Versteckst dich da hinter der Ecke, oder was? Ich krieg dich trotzdem. Wirst du sehen. Wo ist denn der Zombie mit den Beulen? Nimm mir noch eben das Medipack, ja? Ciao! Wo ist der denn? Wo läuft der Heinz denn rum? Hä? Und wieso ist die Fahrstuhltür zu... Ach, da! Aber da war doch noch ein anderer. La 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 la. Ah, guck mal an, wer da kommt. Komm her. Komm her, du. Ciao. Ja, ist aber sehr simpel auch die Technik hier. Und jetzt verschwinde da. Sollst da verschwinden. La 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 la. Hallo meine Freunde. Was? La 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 la. Ja, natürlich. Ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Immer um die Ecke rennen. Ab durch die Ecke. Ist jetzt der neue... Der neue Film. Ab durch die Ecke. Woi. Wie, und der ist einfach so explodiert? Finde ich ja assi. Ich traue mich nicht, den zu hauen. Aber ich habe da immer Angst, dass ich zu viel Leben verliere. Weil, wenn wir... zu nah an dem dran sind. Und wo sind die Zombies jetzt auf einmal hin? Kommt da wieder keiner? Steckt da wieder einer irgendwo fest? Da steht wahrscheinlich wieder irgendwo einer rum. Einfach nur so dumm in der Gegend. Boah, wie schnell der ist auf einmal. Das ist unfassbar. Wo sind die denn? Okay, ich glaube, es spawnen keine Zombies mehr. Ich glaube, das war's gewesen. Oder? Oder übersehe ich hier gerade irgendwo einen? Da kommt ein Zombie. Eine fette Frikadelle. Bah, geh weg, du hässliche Frikadelle. Ich
würde den ja gerne hauen, bin ich ganz ehrlich, aber... Habe ich noch was in der Kettensäge? Ich mache aus dir Geschnitzeltes. Genau das meine ich nämlich. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Hallo, nimm den Hammer. Hau einmal drauf und dann ist gut. Wir werden so sterben, wenn das weitergeht. Müssen wir das Medipack holen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Dieser verdammte Assi-Kloster. Mann. Da hinten liegt ein Medipack. Ich hab's geahnt. Ich wusste es. Aber warum kommen keine Zombies mehr? Das verstehe ich nicht. So. Jetzt kriegst du einmal einen mit dem Hammer und dann war's das, Kumpel. Auf zu schreien. Alter. Ist doch gut. Mann. Richtig. So. Hässlicher Vogel. Hat sich ja wenigstens gelohnt. Die Anstrengung. So, Prost zusammen. Willkommen bei der Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Der höchste Rang für Waffenschaden ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Jawohl. Ah, ja. Dam, 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 dam. Suche deine Tochter. Schönen guten Tag. Ich bin vor der GDL. So. Hier war das, ne? Jawohl, steigern den Schaden. Auf jeden Fall. Rennen möchte ich auch ein bisschen schneller. Das passt doch. Da brauchen wir nur noch einmal 100. Ja. Dynamit hole ich mir noch einmal. Ist irgendwie zu einfach das Ganze. Ja, finde ich auch. Ein bisschen sehr simpel auch die Endgegner. Also wie man sie erledigen kann. Also so jetzt mit den Zombies schmeißen, die halt explodieren und so. Was dem dann Schaden zufügt, finde ich ein bisschen simpel. Da gebe ich dir recht. Aber sonst schon relativ cool gemacht. Also, ist okay. So, die nächste Phase. Wir empfangen keine anomalen Werte der Ruvik-Entität mehr. Dennoch ist die Kontrolle des Stem über ihre Tochter weit vorangeschritten. Da Ruvik als mögliche Ursache nicht mehr in Frage kommt, weist alles darauf hin, dass das einzige verbleibende Testsubjekt im Stem die Ursache ist. Das letzte Testsubjekt sind Sie. Hatten Sie direkten Kontakt mit Ihrer Tochter? Ergänzende Informationen, übertragene Dateien über Ihre Tochter, aber Ihr Aufenthaltsort im Keller des Anwesens kann nicht genau bestimmt werden. Müssen wir uns jetzt selbst umbringen? Hehe. Die Werkzeuge des Meisters, habe ich gerade die Trophäe erhalten. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Was? Ja gut, hast ja auch eine Fernseh... Was? Fernseherbirne? Ja. 204. 20212. 207. Jetzt macht das auch alles ein bisschen Sinn hier. Hier waren also im Keller, waren also die... Aha, das war der Kettensägenmann. Okay. Mal da ran so? Nee. Okay. Sieht so unscheinbar aus. So. Das war ein Sack Fleisch. Ach so. Josef. Josef war das. Das war unser lieber Josef. So, wen haben wir denn noch? 207 müsste eigentlich die Brüder, ja. Das waren die von den Riesen, 9 und 10.
glaube ich, war das. Oder 8 und 9, ich weiß es nicht mehr. Aber da müsste ja einer von den Brüdern ja eigentlich auch noch da sein. He's watching. Das He's watching, das hatte ich beim Hauptspiel ganz am Anfang mal gelesen gehabt. Wenn ihr euch noch dran entsinnen könnt im Let's Play. Und zwar in diesem Haus stand das nämlich auch schon an der Wand in diesem Dorf. He's watching. Das ist der Raketenheini. Sieht ein bisschen aus wie so ein Engelbert. Boom, boom. Mhm. Okay. Da ist auch noch eine Tür, da kommen wir aber nicht hin. Das war, glaube ich, das Vieh von gerade. I know, I know. I know where you are, I know where you are. Ich weiß, wer du bist, ich weiß, wer du bist. Okay. Dann müsste ja normalerweise... Tagebuch der Tochter 13. Wo ist der Doktor hin? Alle sind fort. Schlecht. Das müssen wir sein, ja. Ich höre einen Speicherpunkt. He's watching, we can leave. Hallo? 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 Hä? Wird? Komisch, dass alle gleich aussehen, bis auf Josef. Ja, ein bisschen. Hä? Ich höre einen Speicherpunkt, aber ich kann nichts tun. Bin ich schon wieder so hohl, dass ich wieder was nicht sehe? Nein, das ist Dings. Ich bin gerade ein wenig am Rätseln. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Hä? Ich gehe wieder nach Hause. Tschüss, macht's gut, ciao. La 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 la. Okay, da kommen wir nicht mehr raus. Ja, müssen wir ja da lang, aber ich frage mich gerade, wie ich da weiterkomme. He's watching. We can leave. Ach, yo. Stimmt, danke, Lexien. Bin ich gar nicht mehr drauf gekommen, dass ich das ja auch noch habe. Stimmt, ja. Stimmt, wir haben ja noch unseren Scanner da. Jawohl. Verdammt neugierig. Habe ich gerade die Trophäe erhalten. Tagebuch Tochter 14. Etwas kommt näher. Ich spüre es. Ich glaube, es ist vorbei. Es tut mir leid, Vater. Ich weiß, du hast es versucht. Haben wir noch Talas? Sollen wir nochmal eine Runde in Arena gehen, oder? Ah, ne, komm, wir gehen. Komm, wir gehen speichern. Speichern. So. Prost zusammen. Ach, guck an, wir haben ja schon 22 Uhr. Das trifft sich ja super, ne? Hätten vielleicht gesehen, wer es ist. Ach so, meinst du? Ah, stimmt. Hast du recht gehabt. Habe ich total verplant. Aber, warte mal, wo hatten wir denn als letztes gespeichert? Zuletzt gespeichert? 21.56, 22.3. Das müssen eigentlich normalerweise hier die automatische Speicherung... Ich lade das mal. Ja, will ich mal. Ist ja jetzt egal. Können wir nochmal machen. Ist ja kein Thema. Lade ich einfach. Wir machen das so. Wir machen jetzt sowieso eine klitzekleine Pause. Ich bin eine Frau. Hab immer recht. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich enthalte mich meiner Stimme. Ne, wir machen jetzt sowieso eine klitzekleine Pause. Da, seht ihr, ist ja noch offen alles. Und, dann sehen wir uns gleich wieder hier in der Let's Play Live Show bei The Evil Finn, The Executioner. Und ja, dann geht's weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir den Typen da sehen, wer wir sind. Und ich hoffe, ihr seid dann immer noch mit dabei. Also, bis gleich.